selber machen, ist im Trend. Romana Moser verleiht mit ihrem Handlettering, Schaufenstern und Tafeln eine individuelle Note. Der Korber Erich Heger flechtet aus Walden Nützliches und Schönes. Katrin Mühlethaler setzt beim Nähen mit kreativem Materialmix neue Akzente. Und im Job-Kreativcenter erfährt Aline Baumann mehr über die neue Lust am Basteln. Inspiriert und selber gemacht im Fenster zum Sonntag.